Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Herr Schumann, jetzt haben wir hier eine Lok stehen, die sieht historisch aus, aber irgendwie auch ein bisschen schräg. Ja, das ist eine Zahnradlok aus der Schweiz von der Dampfbahn VK-Bergstrecke. Die hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Kurz gesagt, die Loks wurden vor knapp 100 Jahren nach Frankreich geliefert für die damalige Kolonie Indochina, heute Vietnam. Sie waren dort lange im Einsatz, wurden auch teilweise kriegsbeschädigt, sind Anfang der 90er Jahre in die Schweiz zurückgeholt worden und jetzt wurde die Lok wieder aufgearbeitet, ist seit gut einem Jahr wieder im Einsatz bei einer Museumsbahn in der Schweiz. Und sind die in echt auch weiß? Nein, das sind sie nicht. Was ist denn das? Warum haben Sie hier eine weiße Lokomotive? Ja, das ist also unser erstes Funktionsmuster. Da wird zum Beispiel geprüft, funktioniert das Getriebe richtig, Steigungen, Bogenlauf, alle die mechanischen Bedingungen. Ja. Man kann heute viel simulieren. Wir haben dann ein Muster aus Messing gefräst. Man sieht auch, die Räder haben noch keine Speichen. Und durch die heutige Technologie, alles was weiß ist, stammt aus einem 3D-Drucker. Also dieses Funktionsmuster ist quasi ein Prototyp? Ja, das ist ein Prototyp. Wie geht es dann weiter? Dann geht es weiter, werden die Formen erstellt, damit wir die Druckusteile herstellen können. Ah, und das sind diese Druckusteile, das sind dann, die aus Druckusteile. Denen dann das später Metall, die fertige Lok gemacht wird? Die werden dann oberflächenbehandelt bis zur Lackierung montiert und dann ist die Lokomotive fertig. Und das ist quasi eins der ersten Modelle, die Sie fertig haben? Das erste Modell, was fertig ist, ja. Allerdings ist die Elektronik noch nicht fertig, deswegen können wir die leider nicht in Bewegung setzen. Aha. Aber man sieht hier die schöne Optik, was alles geht. Also wie gesagt, hier alles zum Öffnen. Ja. Und all das hier ist aus Metall? All das ist beweglich. Das ist alles Metall. Kein Plastik? Kein Plastik. An dieser Lok haben wir nur die Fensterscheiben aus durchsichtigem Kunststoff und irgendwelche Isolierteile. Ja. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, die hinter so einem Produkt steht. Das ist richtig. Also, was muss ich denn als Modellbahnliebhaber anlegen, wenn ich mir das Teil leisten möchte? Diese Lok kostet jetzt 3.600 Euro. Ja. Gut, das muss man wollen. Das muss man wollen, aber es wollen viele. Ja. Also es sind schon sehr viele verkauft und wir gehen davon aus, dass demnächst das Schild ausverkauft dran stehen wird. Ist es wahr? Ja. Das heißt, wer noch eine haben will, muss sich beeilen. Wer noch eine haben will, sollte sehr schnell reagieren und zu seinem Händler gehen. Krass, obwohl es sie noch gar nicht gibt. Obwohl es sie noch gar nicht gibt, ja. Na super. Herzlichen Dank. Okay, Dankeschön. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyaux, mein Pool.